Meinen überaus vertrauenswürdigen Analytics nachzuurteilen, sollten die meisten hier mit der 6. Konsolengeneration aufgewachsen sein. Es ging doch nichts darüber, morgens aus seinem Bett aufzustehen und eine Runde Psychonauts zu ballern. Wir wagen heute nochmal eine Reise in diese Zeit und schauen uns die Konsolen an, die vielen in der Kindheit begleitet haben, aber auch welche, die eventuell eher unbekannter sind. Fangen wir direkt an. Viel Spaß! Diese Generation an Konsolen zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie zur 2000er-Wende stattgefunden hat. Alles sollte damals auf Kram futuristisch sein und das zeigt sich auch im Design so mancher Konsolen. Guckt euch allein die erste Xbox an. Diese Konsole schreit Zukunft. Der Controller war nicht absolut hässlich, er war seiner Zeit einfach voraus. Es hat einen Grund, dass ich diese Konsole hier als erstes nenne, denn das Teil hat mehrere Dinge eingeführt, die nach dieser Konsolengeneration als selbstverständlich gelten sollten. Sie war die erste Konsole mit einer integrierten HDD, sprich einer Festplatte, die Spieldaten und herunterladbare Inhalte speichern konnte. Davor war es üblich, dass alles entweder auf dem Spielmodul selbst gespeichert wird oder, was charakteristisch für diese Generation ist, die externen Memory Cards. Ein Klassiker, die kleinen Teile zu seinen Freunden mitzunehmen, um dort mit seinem GTA-Spielstand zu flexen, wo eh alles gecheatet war. Außerdem war die Xbox die erste Konsole, die mit Xbox Live einen richtigen Internetdienst für ihre Konsole angeboten hat. Streng genommen gab es schon davor Konsolen mit Internetzugang wie die Sega Saturn und dem Netlink oder Apples eigene Konsole aus den 90ern, die miserabel gefloppt ist, die Xbox hat es jedoch an die große Masse gebracht. Der Service hat uns Sachen gezeigt, die für uns heutzutage selbstverständlich sind, wie eine Freundesliste oder Voice Chat, damals aber übel innovativ für eine Heimkonsole. Konsolen späterer Generation haben sich genau dieses Modell angeeignet und heute gehört es quasi schon zu einer Konsole dazu, einen passenden Internetdienst zu abonnieren. Danke Xbox für dieses Geschenk. Trotz dieser Innovation, die den Langzeittest auf jeden Fall bestanden haben, konnte die OG Xbox nur den zweiten Platz dieser Generation belegen. Die anderen großen Vertreter gucken wir uns jeden Moment an, aber vorher die Konsolen, die etwas zu wenig Liebe bekommen haben. Der Nuon ist ein DVD-Player, der upgraded wurde und auch Spiele abspielen kann. Er besitzt krasse Extra-Features wie einen Film ranzoomen zu können oder wie gesagt diverse Games zu spielen, aber es gibt da einen Haken. Man muss extra für das Gerät entwickeln, um diese Features nutzen zu können. Es gibt original 4 Filme und 8 Spiele, die davon Gebrauch machen und keines davon ist wirklich gut. Ergo, es hat niemanden interessiert und das Konzept ist gefloppt. Die Xavix war eine Konsole für alle fetten Wichser da draußen, nämlich war es eine Fitnesskonsole auf Motion-Control-Basis. Noch lange vor Zeiten von Wii Fit wurde versucht, die Leute spielerisch zum Sport zu animieren. Die Controller der Spiele waren immer verschiedenen Sportarten nachempfunden. Es gibt beispielsweise Tennisschläger oder Golfschläger. Man hört von dem Kasten nicht oft, weil es nicht wirklich konkurrenzfähig war. Das Teil hatte teilweise 10 Jahre alte Hardware verbaut und wurde irgendwann für nur $20 angeboten. Und trotzdem wollte es niemand kaufen. Steinigt mich, aber je mehr Videos ich mir vom Xavix angucke, desto cooler finde ich es. Es gibt eine fucking Bowlingkugel dazu? Hallo? Etwas begehrter war da wohl doch der Panasonic Q. Der Panasonic Q ist streng genommen keine eigene Konsole, sondern einfach nur ein GameCube mit DVD-Player und einem coolen Chrom-Design. Das Ding bei dem Teil ist, dass er damals nur in Japan rausgekommen ist, für knapp 2 Jahre auf dem Markt war und damals nicht wirklich oft verkauft wurde. Heutzutage ist der Würfel also ein richtiges Sammlerstück und geht für teilweise geisteskranke Summen über die Theke. Mein Ziel ist es, eines Tages auch einen zu besitzen. Es ist quasi mein Millenniums-Puzzle. Reden wir jetzt aber über die großen Player. Der originale GameCube ist legendär. Das ist so eine Konsole, die heutzutage jeder liebt, aber damals kein Schwanz haben wollte. Es ist quasi wie ein guter Wein, der erst reifen musste. Er hat sich knapp schlechter verkauft als die Xboxen, ist somit auf Platz 3 in der Generation. Er hatte zwar weniger Features als die Konkurrenten und keine richtigen CD-ROM und keine Online-Verbindung und kein DVD-Player, aber er hatte Pokémon XD. Außerdem, jokes on you, man konnte online spielen und es gab sogar den GameCube-Tastatur-Controller, um vernünftig mit seinen Freunden chatten zu können. Es gab super viele coole Spiele für die Konsole und ich werde sie für immer lieb haben. Die Dreamcast war Segas letzte Konsole und hat quasi ein Sterben-Speedrun hingelegt. Sie ist Ende 1999 bei uns rausgekommen und wurde 2001 bereits wieder eingestellt.
Wow. Bisschen zu Unrecht, wie ich finde, weil die Dreamcast einfach eine übel charmante Konsole ist. Es gab durchaus gute Spiele für das Gerät und alles drum und dran hatte einfach so einen coolen Vibe. So ein bisschen mit in den Untergang gezogen hat die Konsole halt den allgemein nicht gerade guten Ruf von Sega, den sie sich in den Generationen davor hart verdient haben. Ich werde dich aber für immer an Ehren halten. Nützt aber alles eh nicht, da die gesamte Generation quasi komplett von der PlayStation 2 eingenommen wurde. So sieht das Podest aus, aber eigentlich sollte es so aussehen. Die Zahlen sprechen für sich und das nicht zu Unrecht. Wirklich jeder konnte sich eine PlayStation 2 kaufen, weil es jedes Spiel für die Konsole gab. Kinder konnten irgendwelche Lizenzspiele von THQ genießen, Teenager hatten Spaß mit GTA und Erwachsene konnten diverse Shooter oder Adventure Games auf der Konsole genießen. Es gab tausende Spiele für das System, eine Auswahl, die so groß ist wie bei keiner anderen Konsole mehr nach ihr. Es gab unzählige Accessoires wie Mikrofone oder was auch immer das war. Außerdem hatte das Teil einen DVD-Player eingebaut, was zu der Zeit eh der heißeste Scheiß aller Zeiten war. Die PS2 hat's einfach gerissen und es gab streng genommen keinen Grund, sich eine andere Konsole zu kaufen. Hattest du eine PS2, hattest du quasi alles. So eine Dominanz im Markt hatte nach dieser Generation keine andere Konsole mehr. Es kamen bis 2014 noch Spiele für die Konsole raus. Das war zu Zeiten, als die PlayStation 4 schon draußen war, also quasi der Nachfolger von dem Nachfolger. Nennt mich verrückt, vielleicht bin ich auch von Nostalgie geblendet, aber ich fand jede große Konsole dieser Generation auf seine Art und Weise cool. Sorry Kumpel, dich meine ich nicht. Auch wenn die Verkaufszahlen eine sehr deutliche Sprache sprechen, hätte finde ich jede Konsole hier verdient, einen großen Erfolg zu feiern. Alle hatten einfach ihren eigenen Charme, alle waren für sich einzigartig und haben ihren eigenen Charakter ausgestrahlt. Eine Sache, die mit der Zeit eventuell ein wenig verloren gegangen ist. Der Gewinner für mich persönlich ist auf jeden Fall der GameCube. Einer Konsole mit Pokémon XD kann ich schließlich nichts abschlagen.